Wieder zurück bei GTA 5. Wir mussten gestern heute Montag einfach ausfallen. Damals. Lassen. Ging nicht anders. Jetzt aber wieder zurück mit Franklin, noch mitten im Nirgendwo. Michael meine ich doch, genau. Was waren jetzt eigentlich die letzte, was wir gemacht haben? Ich glaube, diese krasse. Was waren das? Die Foltermission? Dann hatten wir ja noch ein paar gemacht. Und war das mit den Drogen? Was waren jetzt die letzte Mission? Weißt du das noch? Warte mal, muss ich rückwirkend über den. Achso, na, mit dem Überfall. Ach ja. Gepanzerten Wagen und dem. Genau. Mülltransporter genau, und so. Genau, okay. An der Stelle verstehe ich zum Beispiel auch gar nicht, warum man jetzt unbedingt noch den Fluchtwagen da irgendwo parken musste, fällt mir gerade auf, weil in dem Moment, wo Franklin ja dann in den Fluchtwagen einsteigt, switcht man ja dann zu Franklin über. Michael, so rum. Wo Franklin dann in den Fluchtwagen steigt, switcht man ja zu Michael über. Ja, ist Beschäftigungstherapie, ey. Das ist Rockstar Games. Ja, übrigens, ich hab wieder das Steuer in der Hand. Genau, Krischi spielt heute mal. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir nun? Also, ich würde sagen, gleich heiter weiter, wa? Jo. Mission-mäßig. Müssen wir mal kicken. Sind wir gerade Michael? Bleiben wir einfach mal bei Michael? Ich glaube, so viele andere Missionen haben wir jetzt gerade auch gar nicht, ne? Ja. Was haben wir denn hier? Devil. Stimmt, wir sind ja immer noch so ein bisschen. Ja, unter der Fuchtel des FIB. Ja. Und das Esther ist das schon der Salomon? Solomon oder? So wie der hieß, genau. Ja, stimmt, da war ja auch noch was. Der Regisseur. Regisseur. Fahr ich da jetzt locker flocke hin oder nehme ich mir ein Taxi? Eigentlich mit Taxi. Ja, fahr ein Taxi. Dauert mir halt zu lange hier. Hallo. So, hier haben wir noch eine SMS, die noch nicht gelesen war. Steve. Hey Leute, wir müssen uns unterhalten, bla bla bla. Okay, gut, das war ja schon. 70 Millionen Parts her? Ja. Hi. Can I get a cab? I'm sending one out right now. Okay, kann ich das lauter machen? Mach, wie du denkst, ja. So, Taxi, ey. Wenn das immer so schnell gehen würde im echten Leben hoch. Rufst an, zack, sind sie da. Lass uns mal die Zeit nutzen. Ich habe gerade mal noch eben bei YouTube aufgemacht, um die letzte Frage von Peter Payne zu bekommen. Peter Payne! Hast du Lieblingsautos? Ja, das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Halt alles Ami-mäßig, Muscle-mäßig so. Finde ich ziemlich geil. Aber also vor allem halt Ford Mustang. Finde ich ziemlich geil. Shelby. Where can I take you? Ach. Jetzt muss ich erstmal hier wieder klarkommen. Ja, sowas in der Richtung. Also. Ansonsten finde ich eigentlich Mitsubishi auch ganz geil. Mitsubishi? Ja, Lancer, Evolution und sowas. Aber. Schon auf jeden Fall ein krasser Gegensatz. Ja, aber das wirkt trotzdem noch so bullig, so wisst ihr. Ich mag halt einfach nicht diese gestriegelten Zukunftsautos, die so rund sind, wisst ihr. Ich mag's halt eher eckig. Ich stehe halt auch auf diese ganzen alten Dinger, Ust. Also halt auch der alte Quattro und so eine Scheiße. Finde ich halt irgendwie geil. Ist halt ein kantiger Typ. Aber ich muss halt auch dazu sagen. Ich bin halt jetzt auch nicht so der Autonah, also. Ganz kurz übrigens, apropos Autonah, soll die Mission vielleicht lieber ich machen? Warum? Ist mit Autorennen Verfolgungs. Ich versuche es einfach. Okay, versuche es. Ja, also ich meine. Wenn ich mich ein bisschen einfuchse, dann geht das schon. Okay. Na, nun komm erstmal an. What's going on? You're gonna dress up as traffic cops and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. What's going on? Oh, you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you get going. Ja, aber ich weiß jetzt, welche Mission das ist. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Oh Mann, ey.
Bei dem Auto hier gerade fällt mir übrigens ein, also meine drei Lieblingsautos, ist auf jeden Fall, also auch ein Muscle Cars dabei, der Dodge Charger, ja. Dieser General Lee-Verschnitt sozusagen, Aston Martin DB9 und Lamborghini Gallardo, steht voll doof. Ja, generell alle bei Lamborghini, ja, das Thema hatten wir doch schon mal, ne? Also da habe ich doch zum Beispiel auch Chevrolet gesagt und so, Impala und so weiter. Ich glaube, weil die auch in die Richtung geht. Ja, das stimmt. Aber Lamborghini, also ich weiß nicht, wie kommt man auf Lamborghini? Einfach nur, weil es so ist, oder? Weil Lamborghini Lamborghini ist so, oder hat das einen speziellen Grund? Na, im Grunde habe ich die immer unter... Das ist ähnlich, wenn du zum Beispiel... Achtung! Ja, alles cool. Okay. Erzähl einfach. Ja, gut. Ihr passiert gar nichts, Tom. Ich fahr ganz normal weiter. Nee, wenn du zum Beispiel sagst, du stehst eher so auf eckige Autos oder mit, sag jetzt mal, scharfen Kanten oder sowas, das ist halt für mich so der Unterschied zwischen Ferrari und Lamborghini. Also Lamborghini und Ferrari sind für mich so direkte Konkurrenten zueinander. Ja. Und Ferrari ist aber halt irgendwie immer so abgerundete Ecken und ja, nicht... Weiß ich nicht, wenn ich einen Lamborghini sehe, dann denke ich immer an Rasierklingen und das finde ich, bringen die halt auch in der Optik rüber und das finde ich halt einfach so geil. Deswegen stehe ich halt auf Lamborghini und nicht auf Ferrari. Hey Frank, hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys come before you. Ich darf nicht lesen, wenn ich fahre, ey. Soll ich vorlesen? Nö, ach, passt schon. Ich sag das ja auch real, weil ich kenn's ja eigentlich schon. Das Auto ist hier auf jeden Fall auch gerade geil. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch immer was anderes, wenn man so eine Autos auch fährt. Also das ist halt immer was anderes, ob du jetzt eben so aus dem Nichts sagst, ja, die Autos finde ich geil, weil eigentlich kannst du es ja nur vom Äußeren ausmachen. Das zeigt mich verfahren, aber ist nicht so schlimm. Und ja, wenn du selber mal so ein Ding fährst, dann ist das auch nochmal was anderes, glaube ich. Weil dann kannst du ja auch wirklich das beurteilen, sag ich mal. Weil, weiß ich nicht, wenn ich vielleicht jetzt einen Mustang fahren würde... Würdest du vielleicht feststellen, dass ich kacke? Würde ich vielleicht feststellen, dass ich total kacke finde, ja. Und ich glaube auch so eine Alpenkarren, wie gesagt, die finde ich halt äußerlich einfach cool. Aber ich glaube eben, wenn ich in so einem alten Quattro sitzen würde, würde ich halt auch merken, naja, ist halt ein altes Auto, so. Das ist halt alles nicht so. Aber gerade bei den alten finde ich halt den Sound doch so geil. Gerade ja. Diese V8 Hemi-Motor. Brüllt. The fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. All right. Der Auto schon völlig verschrotet, vor allem, weißt du. Ist halt, ist, im Grunde ist es ein bisschen so ähnlich wie die Frage, was ist zum Beispiel dein Lieblingsspiel? So, es gibt A, so viele Spiele und dann halt die Top 3 rauszuwählen. Ich meine, mir fallen jetzt so viele Autos ein, außerhalb der jetzt genannten dreien schon, die ich trotzdem übertrieben geil finde. Ja. L3 Dingsbums war die Dings, ne? Die beiden Analogsticks gleichzeitig behandeln. Ja. Nicht schlecht. Nicht den Tag vor dem Abend loben. Makar, asshole. Ja. Auf jeden Fall, Alter, das gab es ja auch noch. Kennst du eigentlich noch Charlie the Unicorn? Ja, das war das doch, oder? Nee, das war ja zwei Lamas mit Hüten. Stimmt. Oder so. Nee, na hier diese Banane im Ohr und so. Steck ne Banane in dein Ohr. Eine Banane in mein Ohr? Feier ja, so, und sonst ist halt eigentlich... Was ist das für ein Bananenchor? Ich finde das geil. Hatte ich auch schon mal bei Gun Home gesagt. Das ist auch so diese Schiene mit der Cat Mittens. Das ist die Detektivkatze, war das, ne? Ja. Miau, 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 miau. Ja, mach's gut, hätte ich dir ja nicht zutraut gerade. Sag sowas nicht. Penner. Also nicht du, sondern... Also auch. Ja, gut, darüber lässt sich wahrscheinlich nicht streiten, das ist ein Fakt. Aber meinte ich jetzt nicht an der Stelle. Ja, und ihr so? So, jetzt Michael hier. Hey, we coming up now, man. Be there in a few seconds. Got it. Och, sehen sie nicht geil aus. Here they come.
I'll tell you about that later. So. Das war ein bisschen schwierig. Ja, Problem ist, wenn du mit dem Motorrad halt irgendjemand anschnellst, ja, ja, oder so, bist du halt auch runter vom Business. Also ich lese jetzt auch nicht mit, was die sagen, ich fahre jetzt einfach selber. Nee, die sagen nur, also jetzt hat er gerade gesagt, na, der Inn ist auf der gegenüberliegenden Fahrspur, ich fahre dem hinterher, komm mit, wenn du dir das traust. Also so sind die mir. Ach so, okay. Da muss ich aber, wo wir jetzt gerade bei Autos waren, auch sagen, also Motorrad ist mir trotzdem lieber. Echt? Ja. Finde ich ganz schrecklich. Also ich habe keine gute Meinung, was Motorräder betrifft. Ich finde, das sind Selbstmordmaschinen. Das ist genau wie Fahrradfahren. Ja, was haben denn Fahrräder bitte auf einer Straße zu suchen? Auf einer motorisierten Straße? Das ist doch Selbstmord. Kamikaze nenne ich sowas. Also ich finde Fahrräder cool, also man kann ja damit fahren und so, aber ich finde, die haben im Straßenverkehr nicht, die hören auf dem Bürgersteig. Gut, da ist wieder das Problem mit den Fußgängern, aber ganz ehrlich, lieber ein Fußgänger umgekarrt als ein Autounfall, wo 60 Leute sterben. Nee, so eine Uni, aber... Ihr wisst, was ich meine. Nee, Christopher, eigentlich halten wir dich jetzt alle für ein Arschloch, der lieber sagt, ein Mensch soll überfahren werden, als ein Lackschaden. Ja gut, dann ist es halt so. Nee, aber ich sehe nicht, also, keine Ahnung. Meine, klar, mit einem Auto ist genauso unfallgefährdet, sag ich mal, aber, ach, keine Ahnung. Ja, gerade in Berlin ist das ganz schlimm, wie die Fahrradfahrer sich da teilweise benehmen. Ja, ja. Das ist echt... Ja, ich meine, ein Fahrrad hat halt nun mal nicht mal im Ansatz die Leistung, was ein Auto bringt. Und wenn halt hier so ein Fahrradfahrer vor der Nase fährt... Und du den Uni überholen kannst, in Berlin meinetwegen hast du soweit ganz oft. Dann krauchst du den da hinterher und der dackelt und dackelt und. Also ich finde, der behindert den Straßenverkehr eher, als dass er den Fußgängerverkehr behindern würde. Weil da, also da finde ich halt, sollten sie das viel öfter einbauen mit diesen Fahrradstreifen. Das ist ja wieder in Ordnung. Hm. Aber so mitten auf der Hauptstraße mit Autos? Also das finde ich irgendwie ein bisschen lebensmüde, ehrlich gesagt. Würde ich auch selber nie machen. Nein, noch krasser finde ich es ja so in Städten wie New York oder sowas. Ja. Wenn du dann da die Fahrradkurier hast, ich meine, du bist damit ja schneller unterwegs eigentlich, weil du ja halt immer noch ausweichen kannst bei den Ampeln und du kannst dich halt zwischen dem ganzen Verkehr durchschlängeln und so. Naja, ja, das ist dann, weil da hast du auch schon mehr so diese Stop-and-Go, ne? Aber als ich da war, da ist einfach so krasser Verkehr, das ist so der Wahnsinn. Ja. Ey, auch, dass da Busse fahren, fand ich schon so krass. Yeah, fuck you too. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer, I try to keep it under the limit. Well... You and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Officer. Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Hey! Hey, hey, hey! What are you doing? Trevor nutzt natürlich wieder seine Situation aus. You little shit. Get the fuck out of here. Go on! Und Hammer on. Der freut sich sehr schnell. Ja, das ist schon ein Unterschied. Mit den Motorrädern war das schon richtig entspannt. Er zeigt schon wieder oben gelesen, das geht einfach nicht. Was wechselt zu denjenigen, der zurückfahren soll? Ist mir scheiße, ja. Das ist jetzt ein Rennen. Also, die drei fahren jetzt halt praktisch gegeneinander. Das wer als Erste da ist. Das ist so geil. Speak. Sprechen Sie. The lady from before. Devin's assistant. Good to be working with you. It's Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Mr. Weston's holding company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Wow, the whole resume. Yeah, we got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Big Horn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Meet you there. Boah, Alter, ich weiß nicht. Ah, da können wir jetzt auch ein Anzeigethema anschneiden. Frauen in Führungspositionen? Ja, naja, jetzt. Echt jetzt? Ja, also, jetzt nicht direkt Frauen in Führungspositionen halt, sondern diese, jetzt fällt mir das Wort nicht ein und ich meine jetzt nicht Emanzipation. Feminismus? Ja, Feminismus, genau. Das meinte ich eigentlich. Wieso ist das kein heikles Thema, ist einfach nur lächerlich. Küche, Kette, Fetti. Nein, natürlich nicht. Boah. Nee, aber, das hatte ich irgendwo mal, ich weiß gerade gar nicht, wo ich das gesehen habe, vor kurzem erst.
Da ging es auch so, da hat einer gefragt, Feminismus ist ja schön und gut so, bis zu welchem Punkt ist das okay so? Also das klingt jetzt auch bescheuert, aber weißt du, was ich meine? Also ab wann wird es halt wirklich ein bisschen lächerlich? Also das ist das Gleiche, als wenn sich jetzt einer gegen links oder gegen rechts oder sowas einsetzt. Ab welchem Punkt, sag ich mal, ist das ein bisschen extremistisch eben? Und so jetzt halt mit dem Feminismus so. Also wie gesagt, ich bin absolut der Meinung, dass Frauen gleichberechtigt sein sollten und so weiter und so fort, ne? Also ich finde es auch ungerecht, wenn da Männer in Führungspositionen mehr verdienen und bla bla bla. Oder wenn es Kinderüberraschungseier für Girls gibt, da wird halt auch so gleich vorausgesetzt, naja, wenn ich mir jetzt so ein Ü-Ei für Girls kaufe, dann ist da halt Prinzessinnenzeug drin und bla. Und das finde ich halt, ja, das ist schon sexistisch eigentlich. Das ist einfach nur bescheuert halt. So, ne? Und sag ich auch, ist halt cool so, ne? Aber ich finde, wenn das dann so übertrieben ist, also wenn du dann manchmal schon das Gefühl hast, die Frauen wollen, also da kommt es mir dann eher so rüber, als wenn die Frauen über den Männern stehen wollen und dann ist es ja genau das gleiche, nur in grün. Das finde ich eigentlich auch so interessant, dass es irgendwie, finde ich, keinen Gegenteil von Feminismus gibt, weil es gibt keinen Maskulinismus. Deswegen meine ich nämlich gerade, also ich finde schon, dass es ab einem gewissen Punkt grenzwertig ist, also dass das was anderes ist, ob ich dafür bin, dass die gleichberechtigt sind. Vielleicht drunter zu spät. Ach, kann man das nur ändern? Ja, halt cool. Gleichberechtigt halt sind, weil was definitiv so sein soll. Oder ob die dann irgendwann eigentlich genau das gleiche nur in grün machen wollen. So wie es halt bei den Männern zeitlang war. Also dass halt kein Ist-Gleich zwischen den Geschlechtern steht, sondern halt ein größer oder kleiner gleichzeitig. Ja, und der zeigt schon, wenn die aufgepasst. Mann, fuck you, Alter. Hier links runter. Ist aber halt hier links runter. Fängt ihn nochmal rechts. Nee, links runter ist jetzt bestimmt. Doch, fahr weiter. Ey, das ist jetzt auch ein ziemlich krasses Thema. Mann, komm ich ja da hier nochmal rüber? Fahr weiter. Links, runter. Jetzt, wenn. Also jetzt, sorry, aber. Links runter hier. Man muss schon sagen. Jetzt legen sie mir Steine im Weg hier, die Penner. So, jetzt rechts. Gut, halt cool. Ja, also es ist natürlich wirklich ein krasses Thema, also. Ja, ich bin ja der Meinung, dass dieser ganze, also dass der, ja, dass dieses Nicht-Gleich eigentlich wirklich nur noch eine Frage der Zeit ist. Also ich bin auch eigentlich absoluter pro Gleichstellungskack und lege mich auch liebend gerne mit jeder Feministin an, die meint, nee, das muss jetzt genau andersrum sein, weil jetzt sind meinetwegen die Frauen mal dran oder so ein Blödsinn. Aber das ist halt auch nur noch eine Frage. Also in unserer Generation, denke ich, wenn wir dann irgendwann mal in Führungspositionen sind, dann wird das ganz anders aussehen. Ja, aber ich muss halt auch wirklich sagen, wir warten mal kurz noch die Zwischensequenz ab. Ja. Der ist so durch, Alter. Absolutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for 5 cars. If I'm not mistaken, that's only 2. Just give me the fucking money now. Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Like, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan in Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Der ist auf Drogen, Alter. Wisst ihr eigentlich, warum die Bullen in Amerika blaue Krawatten haben? Haben sie das? Hm? Warum? Weil blau überzeugend wirken soll. Ah, okay. Nee, was ich noch sagen wollte gerade, also ich weiß nicht, ob das was Schlechtes ist. So, ich will das jetzt auch gar nicht als was Schlechtes oder was Positives darstellen. Das ist einfach nur eine Feststellung.
Das ist ja ein Fakt, dass, sag ich mal, auch Ehen zum Beispiel nicht mehr so lange halten, wie doch bei unseren Omas zum Beispiel der Fall war. Ehen, wisst ihr? Und dass man doch generell sagen kann, dass die Scheidungsrate und überhaupt so die Laufzeit einer Beziehung nach unten gegangen ist, so würde ich sagen. Ja, na, das denke ich, also da. Hast du ja was fertig? Nee. Gut, dann erzähl weiter. Ich glaube halt aber auch, dass ein Grund dafür wirklich die Emanzipation war. So, dass der Grund. Ich meine, weil, auch wenn es scheiße ist für die Frau, klar. Aber es war halt klar geregelt, ne? Du hattest eben, der Mann hat ditte zu tun, die Frau halt ditte und bla, und das hat halt funktioniert, auch wenn es eigentlich scheiße ist. Aber jetzt, wo die Frau halt auch macht, was sie will, sag ich jetzt mal, das klingt da bescheuert, aber halt auch Karriere machen will und hast du nicht gesehen, beißt sich das halt natürlich, weil der Mann natürlich auch Karriere macht und dann bleibt nicht mehr viel Zeit für die Zwischendrin, so, weißt du? Also, weißt du, was ich ungefähr meine? Also, ich weiß, was du meinst, aber ich sehe es anders. Also, ich glaube nicht, dass die Scheidungsrate oder die, das ist nicht der Hauptgrund, oder auch natürlich die Bereitschaft zu heiraten überhaupt oder auch die Langzeit einer Beziehung was mit der Emanzipation zu tun hat. Also da denke ich eher, das ist eher so was wie, jetzt simpel formuliert, das Internet. Also dass das halt alles so schnelllebig wird, weil zum Beispiel, guck dir mal an, wie viele zig Partnerbörsen es momentan gibt. Du kannst dich jederzeit irgendwie nach etwas anderem umsehen. Menschen sind doch lange nicht mehr mit dem zufrieden, was sie haben, sondern wenn sie etwas haben, wollen sie dann doch wieder noch mehr haben. Ja, ja. Das heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel in Anführungszeichen eine Frau den Traumprinzen findet, als Beispiel, fängt sie dann irgendwann an, sich zu denken, ey, da ist ja noch ein Typ, der ist genauso cool, der ist vielleicht aber dahingehend in irgendeiner anderen bestimmten Eigenschaft noch besser. Oder ein Mann denkt sich, ich habe eine tolle Frau, aber da ist noch eine andere Frau, mit der ich gerade aufgrund dessen, dass wir so eine Kommunikationsgesellschaft sind, wie jetzt halt Internet, Medien generell und so eine Faxen, ist es ja einfach auch viel einfacher, in Kontakt mit anderen neuen Leuten zu treten. Ja, weißt du, was ich jetzt meinte damit? Ja, ich weiß es schon. Also ich wollte jetzt damit auch nicht sagen, dass das der Grund ist, so, ne? Also was ich vorher gesagt habe, das überhaupt nicht so. Aber ich denke, da gibt es auch nicht diesen einen Grund. So. Da spielen halt viele Sachen eine Rolle. Und das mit dem ganzen Internet und auch, das ist ja halt auch einfach so, diese, du hast ja auch immer diese völlige Kontrolle über alles. Also du weißt ja immer über alles Bescheid, was finde ich auch gar nicht so gut ist. Wenn deine Freundin manchmal weg ist oder so, und du weißt ja trotzdem, was die macht. Du kriegst das ja über Facebook, über Twitter und über Rafik nicht LP alles mit. Weißt du? Und das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt habe ich gar keinen Punkt gesetzt, ich Vollidiot. So. Und dadurch entstehen natürlich dann auch wieder viel, also entsteht viel schneller auch so eine Eifersucht und sowas, ne? Sag mal, wo ist denn der D jetzt hin? Ich hab doch noch der D da vorhin gesehen. D? Nee, das war weg. War da unten? Doch, hier ist er. Krass, stimmt. Ja, und weiß ich nicht, also. Och, nun ist doch gut. Manchmal denke ich mir beim GTA-Spielen, ach, ich steig jetzt einfach aus, bleib stehen und wir reden. Nee, und weiß ich nicht, also das ist auf jeden Fall ein Grund. Und vor allem, weil auch immer alles so transparent eben ist, dass auch andere Leute immer alles gleich kommentieren können, was du machst halt in deinem Privatleben. Ja, es gibt halt auch keine gesunden Geheimnisse mehr. Also ich bin ja sowieso eigentlich eher der Typ, dass ich, also ich find's schwachsinnig, wenn jemand sowas sagt wie, ich habe keine Geheimnisse vor meinem Partner gegenüber. Also wenn ich jetzt in einer Beziehung wäre, möchte ich auch vor meiner Partnerin gegenüber ein Geheimnis haben können. Und zwar ihr das auch sagen können, pass auf, ich habe deine Eltern umgebracht. Zum Beispiel. Nee, aber dass ich halt sagen kann, es gibt ein paar Sachen, über die würde ich mit meiner Freundin zum Beispiel halt nicht reden. Ganz einfacher Punkt. Und zwar will ich das aber auch nicht an die große Glocke hängen, sondern das muss Fakt sein. Genauso darf sie das natürlich auch haben. Ja. Und heutzutage wirkt das aber, finde ich, irgendwie eher so, gerade aufgrund dieser, dass alles so transparent ist und so ein Blödsinn, eher so, dass wenn dann mal ein Geheimnis entsteht, ist es gleich irgendwie Grund genug zu sagen, ja, okay, ich vertraue dir nicht mehr, mach's gut, ciao, Maul, Penner. Naja, kommt immer drauf an, also ich mach schon wieder hier totalen Dünnschiss, weil ich wieder gar nicht nachdenke. Kommt halt drauf an, um was das geht. Also ich finde, entscheidende Sachen, gerade was die Beziehung an sich oder den Partner betrifft, da darf man keine Geheimnisse haben. Nee, das meine ich ja auch nicht. Aber so Sachen, die nur ihn selbst betreffen, so, die einfach auch gar nicht entscheidend sind, ob die Person das jetzt weiß oder nicht, nur aus Prinzip ihr das zu sagen, weil sie muss ja alles über mich wissen. Ja. Würde ich vielleicht noch mitgehen, ja. Aber das ist wirklich Ansichtssache. Stopp. Wird's zu spät. Hallo. Put up your hands and stand where I can see you. Jetzt sagt man eigentlich die Zeit. Ja, naja, das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Ja, also.
Da reicht's übrigens, wenn du nur einmal ganz kurz unten drückst. Okay. Ja, das machst du jetzt, weil ich fliegen wirst da Bescheid, das mag ich gar nicht. Ist jetzt aber also... Ach so, ist ja Autopilot. Kannst du ruhig weitermachen. Okay. Also Trevor fliegt ja und du machst ja nur die Kamera. Weiter links. Ja, da kommt doch bestimmt noch was. Ach so, du musst den Pfeil hier vorne, okay. Jetzt hab ich's wieder raus. Genau, das ist jetzt noch Michael, ne? Mhm. Ah, Franklin, ja. Erregung öffentlichen Ärgernisses. What's the deal, Franklin? Man, fuck that. I got a high ass, homie. Geil, weil die quatschen, ey. Das ist übrigens auch, das ist so ähnlich wie, wie diese Frauenquote, ne? Ja. Minderheitenquote. Das ist der dämlichste Scheiß, den man machen kann. Wenn sich eine Frau hinstellt, die sich meinetwegen noch als Feministin präsentiert und dann sagt, ja, es muss eine Frauenquote geben, das ist doch totaler Blödsinn. Sobald es nämlich eine gesetzliche Frauenquote gibt, ja, ist ein Widerspruch. Ja. Ist doch nichts weiter außer, ja, okay, wir geben uns ja damit ab, dass wir in der Minderheit sind, aber dann lasst uns wenigstens prozentual damit, ist so ein Schwachsinn. Ich finde, damit stellen sie sich erst recht als Minderheiten hin. Finde ich auch nicht richtig mit der Frauenquote. Das sollte einfach so sein, es sollte ihm einfach Gleichberechtigung geben und so dementsprechend halt auch gehandelt werden. Und dann ist gut, es sollte nicht ein Gesetz dafür geben müssen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Oder dass man gezwungen ist, so zu handeln. Es sollte einfach von sich aus passieren. Und wenn halt nun mal der Mann gerade besser ist als die Frau, dann ist es halt so. Und andersrum. Ja, ich meine, ich bin schon so ein Typ, der sagt, es gibt nun mal gewisse Berufe oder Tätigkeiten, da in der Regel sind nun mal da Männer oder Frauen eben besser drin. Gibt natürlich immer Ausnahmen, aber kannst ja nicht nur wegen der Frauenquote oder Minderheitenquote, ist ja nun im Grunde dann egal, ihn nehmen, der schlechter ist, nur weil er die Quote so vorsieht, ne? Rumlungern. Oi. Roger that. Ziemlich krasse Themen, die wir hier heute besprechen. Außerdem fällt mir gerade ein, ich habe vorhin ein Bild gesehen. Da ist so ein Foto von einem Schwarzen, der sagt halt, ich bin stolz darauf, schwarz zu sein. Daneben so eine komische, ja, so ein Meme oder Memme. Halt so ein Bild, so eine Fresse praktisch, und daneben ein Text. Oh ja, das ist so toll, dass es Leute gibt, die stolz sind auf ihre Rasse. Darunter ein Bild, wo ein Weißer sagt, ich bin stolz darauf, Weißer zu sein. Ja. Und rechts wieder daneben halt die Figur mit so einem Text. Wie kannst du nur so sein, du rassistisches Schwein, du bist ja schlimmer als Hitler. Und darunter war dann ein Bild von einem Schwulen, der halt sagt, ich bin stolz darauf, homosexuell zu sein. Ja, super, solche Leute brauchen wir, die sich nicht verstecken mit ihrer Sexualität. Ja. Und darunter ein heterosexueller Typ, der sagt, ich bin stolz darauf, heterosexuell zu sein. Was kommt? Du homophobe Drecksau, wie kannst du mir so sein? Das ist aber wirklich, das riecht mich auch richtig auf sowas. Es geht da im Endeffekt um Gleichberechtigung und nicht darum, dass Schwule auf einmal cool sind oder Frauen auf einmal die Besseren oder wisst ihr, all das sowas. Ja. Es geht darum, dass alle so sind wie jeder andere auch. Und da, deswegen sollte man auch die Sachen, die vorher schon in Ordnung waren, auch trotzdem noch sagen dürfen. Wie, ich bin halt stolz, Deutsche sein oder eben hetero, wie auch immer. We've got a
Weil sonst ist das doch genau das gleiche im Grün, dann dreht sich das halt alle. Dann sind, das, ist das, was früher halt schlimm war, jetzt okay, und das, was früher okay war, auf immer schlimm. Ja. Und das darfst du dann nicht mehr sein oder sagen. Ja, das ist aber auch, weil man, nee, das sag ich jetzt nicht. Ja. Doch, das ist dieser, wirklich, das bringen aber auch Leute, das ist so diese öko-alternative homosexuelle Akzeptanz für Gitarre, dass man lieber Reh trinken, reden und Tee trinken, also so, das ist so für mich diese neumoderne Jugendbewegung, die denkt, die wüssten, wie die Welt läuft, so einer absoluten Möchtegern-Gutmenschen, die dir dann noch sagen, wenn du zum Beispiel sagst, naja, ich hab einen Freund, der ist Chinese, und dann sagt er, du kannst doch nicht Chinese sagen, das ist auch nur ein ganz normaler Mensch oder so eine Faxen, oder wenn jemand versucht mir zu erklären, naja, das ist ein Schwarzer, ohne dabei zu sagen, dass er schwarz ist. Naja, das ist halt ein Mann mit einer dunkleren Hautfarbe. Oder, also wenn man da einfach nicht mehr Tacheles reden kann, wenn man immer versucht, diese politisch Korrekte zu labern und nicht merkt, wie man sich voll zum Affen macht. Naja, wenn man, da hat John LaJoie so ein geiles Ding gemacht, beschreibe deinen schwarzen Kollegen, ohne rassistisch wirken zu wollen. Er ist groß, hat schwarze Haare, dabei könnte einfach nur sagen, es ist der Schwarze halt, ne? Ja. Aber darfst halt nicht machen und so. Er ist schon echt krass. Aber das ist ja genau das, was ich eigentlich eingangs meinte mit dem Thema, dass, wo hört das halt auf, weißt du? Wo ist es denn halt nicht mehr diese Gute, worum es dabei geht, den nicht falsch verstehen dürfen, was wir absolut unterstützen. Ab wann wird es eigentlich einfach ein bisschen übertrieben halt so, ne? Wenn du dann nichts mehr sagen darfst, ohne dass du gleich irgendwas bist. Und das ist ja halt auch einfach so, ein Chinese möchte, also ich meine, der hat doch nichts dagegen, wenn du den Chinesen nennst, weil er ist ja nun mal einer. Genauso nennen die uns doch auch Deutsche. Ja. Ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob ich Chinese oder Schlitzauge oder sowas sage. Das sind doch Welten, ne? Aber naja, gibt halt Leute, die sehen das anders. Aber gut. Ich würde sagen, ich weiß nämlich, dass die Mission noch ein bisschen geht. Wir machen jetzt trotzdem auf jeden Fall erstmal einen Break. Krischi, machen wir Pause. Geht jetzt halt einfach nicht anders. Würde ich auch sagen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Wenn wir hier das Auto dann weiter verfolgen und uns krasseln im Hood und... Ja. Tschüss. Macht's gut. Ciao.